In Duderstadt, da steppt an diesem Wochenende nicht der Bär, er rockt. Denn der 32. Tag der Niedersachsen, der wird mit einem richtigen Highlight eröffnet. Hit Radio Antenne und die evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers präsentieren Stand For live. Stand For kann man nicht nur auf der Hitradio-Antenne-Bühne erleben, sondern auch Backstage. Und so haben Monika und Kevin jetzt gerade Stand For bei Meet & Greet kennengelernt. Monika, wie sind die Jungs denn so? Naja, so wie mein Sohn, ganz normale Jungs halt. Kommen gut rüber. Sie kennen die Musik schon ein bisschen. Was gefällt Ihnen an Stand For besonders gut? Also die Lieder, die Songs sind eigentlich ganz gut. Was ist das für ein Gefühl, mit dem auf einer Bank zu sitzen und denen die Hand zu schütteln? Also das ist super. Ich habe da schon echt lange von geträumt und war ein super Gefühl. Stand For, eine schleswig-holsteinische Inselband auf dem Tag der Niedersachsen. Wie passt ihr hier hin? Ich glaube, wir passen ganz gut hier hin. Also das ist ja immer noch, ich würde es immer noch als Norden betrachten hier. Und also wir kommen ja auch eher aus so kleineren, provinzielleren Verhältnissen, also auf der Insel. Das heißt, diese Atmosphäre hier gefällt uns ganz gut. Die kennen wir auch ganz gut. Jetzt wird ja euer Konzert heute präsentiert von Hitradio Antenne und von der evangelischen Kirche, von der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Bedeutet euch das irgendwas? Natürlich, also ich glaube, da hat jeder auch seine persönliche Geschichte, die mit der Kirche verbunden ist. Also ich zum Beispiel bin selber auch evangelisch und habe auch meinen Zivildienst, also freiwillig auch in der evangelischen Kirchengemeinde getätigt. Und da weiß ich auch noch einfach, dass das eine sehr, sehr prägende Zeit war, wo man auch so ein bisschen die christlichen Werte, sage ich mal, leben und weiterleben konnte. Und ich finde das sehr schön, wenn man die Verbindung hier findet, dass die Kirche auch genau solche Veranstaltungen mal unterstützt, weil es, glaube ich, einfach so eine Win-Win-Situation für beide Seiten ist. Also einmal für die Kirche, dass sie sich auch mit solchen gesellschaftlichen Veranstaltungen hier verbindet und dass man hier auch so ein bisschen Werbung, sage ich mal, für beide Sachen machen kann. Also insofern ist das, glaube ich, ein guter Match heute und wir gucken mal, dass wir unseren Teil dazu beitragen. Stand For, präsentiert von Hitradio Antenne und der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers. Besser kann so ein Tag der Niedersachsen in Duderstadt doch gar nicht starten. Ja, und wenn das Wetter dann noch so mitspielt, dann ist es einfach perfekt.